zusammen, der Kai von der Industriearena hier für Voice of CNC auf der AMB. Wir befinden uns gerade auf dem Stand von Hainbuch und der Herr Nietzsche hat sich hier ein bisschen Zeit für uns genommen und ich sage erstmal herzlichen Glückwunsch, denn Sie sind frisch gebackener AMB Award Gewinner und das mit einem innovativen Produkt und ihr seid bekannt für eure revolutionäre Spanntechnik. Was hat es hiermit auf sich? Ja, die meisten kennen ja unsere Spanntechnik von der Außenspannung. Wir sind der Erfinder des Spannkorbs vor über 50 Jahren. Und was wir natürlich immer weiterentwickeln, wo wir außen gut spannen, macht es auch Sinn, innen zu spannen, in Bohrungen, in Zahnräder oder Ähnlichem. Und gerade unsere Sechseckskontur des Toplus haben wir in Form von einem Maxus auf den Don übertragen. Und ein riesen Big Highlight ist natürlich auch noch, dass wir die Segmentspannbüchsen so rüstfreundlich gemacht haben im Bajonett, dass sie sich in Sekunden wechseln lassen. Und das ist einfach ein totales Highlight. Der Jury hat es hier gefallen auf der Messe. Wir haben den Award heute abgestaubt, sind natürlich mächtig stolz drauf. Das passt zu uns, wir sind eine innovative Firma. Unser Senior, der Herr Gerhard Rall, der sagt immer, lieber scheitern wir mit einer Neuheit, als dass wir erfolgreich kopieren. Und ich glaube, das haben wir heute mal wieder echt gut bewiesen. Sehr, sehr schön und dazu gratuliere ich auf jeden Fall ganz herzlich. Ich habe schon ein bisschen dann raushören können, Innovation wird bei euch groß geschrieben, vor allem wenn es darum geht, kundenorientiert zu handeln und Kosteneffizienz und Produktionseffizienz ein bisschen zu steigern. Trifft das auf jeden Fall auch hier auf eure Neuheit zu? Ja, trifft auch hierzu. Also gerade Spannkraft ist ein Riesenthema für uns. Schmutzunempfindlichkeit, dass der Kunde einfach lange, lange Prozesse sicher produzieren kann. Unsere Spanntechnik geht immer mehr in den Bereich der Automatisierung rein, wo Roboter wechseln und Ähnliches. Der Mensch ist nicht mehr dann direkt an der Maschine. Ich sage mal, Optik, Haptik, Gefühl, Vibrationen muss ja irgendwo die Maschine spüren. Also braucht man eigentlich so robuste Spanntechnik, die zuverlässig ist, flexibel und intelligent, die das selber macht. Und dafür haben wir inzwischen super Lösungen, die ich gerne jetzt auch nochmal zeige. Das ist unser Bereich der automatisierten Spanntechnik. Sehr, sehr schön. Vor allem Automatisierung ist ein Thema, worüber wir mit euch sprechen wollten. Und ich habe drüben schon ein Exponat gesehen, wo wir das vielleicht uns mal genauer angucken können. Deswegen würde ich sagen, lass uns da mal rübergehen und dann sprechen wir da nochmal weiter. Machen wir. Ja, sehr schön. Wir befinden uns gerade an der zweiten Station. Eben ist der Begriff Automatisierung und Automatisierungslösungen gefallen. Und deswegen würde ich Sie, Herr Nietzsche, auch nochmal fragen, was Hainbuch für Automatisierungslösungen tut. Und vor allem hinter uns befindet sich ein ganz besonderes Exponat auf der Messe. Und vielleicht gehen wir da mal ganz kurz drauf ein. Ja, sehr gerne. Also was man hier jetzt gerade hinter uns sieht, ist die einfachste Lösung, der reine Spannkopfwechsel, also sprich das werkstückbierende Teil, was wir hier automatisiert mit dem Roboter einwechseln. So kann der Kunde unterschiedliche Durchmesser und Einspanntiefen flexibel wechseln lassen durch den Roboter. Aber wir sind auch der Einzige, der in der Lage ist, ganze Spannmittel zu wechseln. Auch das sehen wir gerade hinter uns. Wir haben eine Schnittstelle, Centrotex AC. Die gibt es seit über 20 Jahren im Bereich des manuellen Wechselns, also ein System, das absolut erprobt ist bei den Kunden, wechselt 3 μ genau, hier in dem Fall der Roboter. Das heißt, der Kunde ist in der Lage, immer das passende Spannmittel verwenden zu können, weil der Roboter es automatisch wechselt. Was wir natürlich auch anbieten, sind da ganz viele Abfrageeinrichtungen, die können wir über Luftanlage machen oder Ähnliches, aber auch elektronisch detektieren. Wir haben hier Schmutzunempfindlichkeit, wir haben hier Reinhaltekonzepte drin, sodass wir wirklich prozesssicher mehrere Schichten fahren können. Also das heißt, dass man auch präventiv gegen Verschleiß und für mehr Effizienz wahrscheinlich arbeiten kann, wenn man jetzt auf Kundenseite argumentiert, richtig? Absolut. Also gerade noch unsere IQ-Technologie, das sind unsere intelligenten Spannmittel, sind in der Lage, Spanndurchmesser zu messen, Spannkräfte zu messen, was auch einen Verschleißzustand mit sich bringt, elektrisch die Anlage zu detektieren. Und da hat der Kunde einfache Möglichkeiten, wie zum Beispiel festzustellen, ob sein Werkzeug verschlissen ist, kann interpolieren, kann nachstellen und kann so die maximale Effizienz und Standzeit rausholen. Was würden Sie sagen, wo, in welchen Branchen wird es am meisten eingesetzt momentan? Also die Lösungen werden inzwischen eigentlich in allen Branchen eingesetzt. Großes Thema weltweit, Fachkräftemangel und Ähnliches. Also da kann man in Europa schauen, nicht nur in Deutschland. Man kann nach Asien, man kann nach Amerika gehen. Unsere Kunden von der Medizintechnik über Aerospace oder Automotive setzen das Ganze ein. Herausforderung ist natürlich immer, man braucht jemanden, der das Ganze umsetzt. Die Zelle, aber auch da haben wir vor 4 Jahren die Firma Fischer & Bolli Automation bei uns akquiriert und in die Firmengruppe mit aufgenommen und die können den Kunden auch die komplette Automatisierung inzwischen anbieten, was es natürlich super elegant dann auch löst für die Kunden. Mega und als vielleicht letzte Frage, bei euch steht ganz groß geschrieben, dass ihr smarte Spannmittel macht und würde vielleicht zum Abschluss nochmal fragen, warum ist für die Automatisierung oder für die effiziente Automatisierung gerade smarte Spannmittel von euch so wichtig? Ja, super Frage. Also ich habe es eigentlich gerade schon im Vorfeld gesagt, das sind eigentlich 3 Themen, die für uns ganz wichtig sind. Das ist eine Zuverlässigkeit. Ich brauche eine
Bandtechnik, die schmutzunempfindlich ist, die hochgenau ist, die vielleicht variable und stabile Spannkräfte hat, um einfach einen zuverlässigen Prozess zu haben. Ich brauche die Intelligenz, Abfragen in Form vielleicht von unseren Messsystemen, die intelligent sind, oder auch die Flexibilität, wie wir es gerade hinter uns sehen, dass wir immer das richtige Spannmittel fürs passende Werkstück auf die Maschine wechseln können. Ja, sehr, sehr schön. Dann danke ich vielmals, Herr Nitsche, für diesen coolen, aber sehr aufschlussreichen Einblick. Ich gratuliere nochmal ganz herzlich zum Award-Gewinn. Und wer sich nochmal informieren will, bei uns in Industrie Arena, Digital Showroom, gibt es auch alle Produkte nochmal zum Nachsehen. Und würde sagen, noch ganz viel Erfolg auf der Messe und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Herr Nitsche. Danke.